السلام عليكم und herzlich willkommen zu Spektrum D11 Seite 13. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة تعلم اللغة الألمانية المبتدئين معكم سحر بد. إن شاء الله نكمل النهاردة صفحة machen wir weiter mit der Seite Nummer 13. نكمل النهاردة صفحة 13 من كتاب Spektrum D1. هنا بيقول غروب الأرباط عمل جماعي مع زمايلك أعجب und Freude الغضب والسعادة أو الفرحة im Alltag في اليوم. Machen Sie eine Umfrage, eine Umfrage, sei das Tete, und präsentieren Sie eine Präsentation, die Ergebnisse, Resultate, Lernen. Worüber ärgern Sie sich im Alltag? Worüber, yani, an Mäse, ärgern Sie sich im Alltag, für den Mittag? Dann können wir die Kalimäte und dann setzen wir sie in die Gruppe. Staus, Zahme oder auch Fülle, wie und dunkelliche Verkehrsmittel, was sehr Mosrot hier in der Bunklich, in der mich Mundabit auf Moeita. Andere Autofahrer, in Lomme, in Fahre Lomme, so in Arbeit, in Acharin. Und freundliche Nachbarn, in College, auch Kollegen Lomme, unfreundlich. Gerane, in Lotofa, auch in College Zameile, schlichtes Wetter, Lot of Sassay, Werbung im Internet, Werbung, كده خاصة بالماركتينج التسويق اللي هو الدعاية على الإنترنت بعتن الويت الانتظار أنفار شتولن اللي هي الليفت أو الأفتوق المصعد قدام سوبر ماركت في السوبر ماركت على الكاسة سوبر ماركت كاسن الكاشير بتاع السوبر ماركت ولا فا كاتن أوتوماتن أو أنت واقف على اللي هي الجلد أوتومات الفا كاتن أوتوماتن اللي هي المكنة بتاعت التذاكر. Zu viel Bürokratie im Alltag, Bürokratie für den Betrag, Ausarbeiten, Haushalt, beispielsweise Bügel, Kaue oder Staubsaugen, Staubsaugen, Leute, oder aufräumen, dann geweihliche Arbeit, im Moment keine Abwechslung, etwas routinierte Hage, eintunisch Hage, Mamula, Rhythm, واحد معين يعني. قال هنا ich ärgere mich manchmal oder oft oder am meisten. Ich ärgere mich oft oder manchmal في الغالب أو أحيانا oder am meisten في الأغلب über Staus من الزحمة. لما نشوف الأمثلة اللي إحنا حليناها هنا. بيقول vorüber ärgern Sie sich. حضرتك بتضايق من إيه؟ Ich ärgere mich über Staus. أنا بتضايق من اللي هي الزحمة. Ich ärgere mich über unpünktliche Verkehrsmittel. بتضايق من وسائل المواصلات غير منضبطة. Ich ärgere mich über andere Autofahrer. Ich ärgere mich über unfreundliche Kollegen oder Nachbarn. Ich ärgere mich über schlechtes Wetter. Ich ärgere mich über Werbung im Internet. Ich ärgere mich über den Anabedeimen und gibt es Hagel, die wir hier haben. Über Warten am Fahrstuhl oder am Supermarkt. Man kann hier etwas hinzufügen und die Kasse, der Kassier oder am Fahrkartenautomaten. Oder ich ärgere mich über Bürokratie im Alltag. Ich ärgere mich über Hausarbeiten wie Bügel, Staubsaugen und Aufräumen. Ich ärgere mich über langweilige Arbeit. Ich ärgere mich über keine Abwechslung, etwas eintunisch oder routiniert. Ich ärgere mich über keine Abwechslung, Okay, Tabelle, Freude war. Worüber freuen Sie sich im Alltag? Was finden Sie wichtig in der Schöpfung? Kleine Komplimente. Komplimente, beispielsweise Lüben, Lowell, Itra, Aul, Mat, beim Einkaufen etwas sparen können, das nicht zu viel ausgeben, und dann mit Slipschiff plus Getiere und Waffen. Mögliche Verkehrsmittel, Lea, was immer, so Leute, Lea, Mundabita, Lehre, Straßen, Schorema, was er hat, neue Freuden im sozialen Netzwerken, viele andere Leute, neue Leute kennenlernen, Kontakte knüpfen, mit Arab, alles Gedieder, neue Schuhe, neue Kleidung, neue technischen Geräte. Neue Schuhe oder Laufschuhe, sehr Glieder oder neue Kleidung, Closes, Kleider, neue Glieder, technische Geräte wie Smartphone oder Laptop oder irgendetwas, Zeit für sich selbst, kleine Erfolge im Beruf, Erfolge in Nagahat, zu Reihe, wie Schule oder im Studium, für Drasa, nette Kollegen oder Nachbarn, Zemel, Bekunde, Mutafa und Geran, Mutafa. Gutes Essen, أكل كويس, mit anderen Kuchen, بيطبخ مع الآخرين.
طيب نشوف الأمثلة على كده. هو اللي كاتبه هنا ده احنا darüber darüber freuen Sie sich im Alltag. الحاجة اللي تبقى فيها zufrieden بالنسبة لك. مش zufrieden mit أنا مبسوط بيه أو ich freue mich über. دي مهمة جدا. نكون مبسوط من über kleine Komplimente. Ich freue mich über die Straßen oder über bei, ich freue mich beim Einkaufen etwas sparen können oder ich freue mich über leere Straßen und kaufen etwas sparen können. Ich freue mich über pünktliche Verkehrsmittel. Ich freue mich über neue Freunde in sozialen Netzwerken. Ich freue mich über. هكون مبسوط بيه بعدين نكمل الحاجات اللي احنا كتبناها فوق. Über neue Schuhe, أحذية جديدة, neue Kleidung. Ich freue mich über neue technische Geräte. Ich freue mich über Zeit für mich selbst, مبسوطه time for myself, وقت لنفسي. Ich freue mich über kleine Erfolge im Beruf oder Erfolg im Studium, تفوق أو نجاح في الدراسة أو في العمل. Ich freue mich über nette Kollegen und nette Nachbarn. Ich freue mich über gutes Essen oder mit anderen kochen. Ich freue mich über interessante und neue abwechslungsreiche Aufgaben. Abwechslungsreiche Aufgaben, das heißt keine routinierte oder keine eintönige Aufgaben. Das heißt, die Arbeit ist nicht so wie jeden Tag oder wie im Alltag. Es gibt eine Abwechslung, neue Aufgaben, neue Dinge in der Arbeit schaffen oder machen, beispielsweise. Yani في تنوع في العمل بتاعه، في تنوع جديد في المهام والواجبات اللي بيعملها. Ich freue mich über Zeit mit Freunden und mit Familie. مبسوطة يكون في وقت ليا وللأسرة بتاعتنا. وكاتب هنا ich freue mich über kleine Komplimente. بكون مبسوط بالكومبلمنت. Ich freue mich, wenn ich ein Kompliment bekomme. لما أنا بحصل على كومبلمنت. Okay, wenn الفعل جايبه هنا في نهاية الجملة في المصدر. Kleine Komplimente finde ich nicht so wichtig. It's not, it's nicht so wichtig. Es hat keine Bedeutung, wenn man beispielsweise eine Komplimente machen. Sie hat das gesagt. Sie freut sich nicht über Komplimente. Ich hoffe, so damit etwa auch. Für mich eine Benisbeli. Für mich ist es auch sehr wichtig, Benisbeli, dass ich die Zeit für mich selbst habe. Oder für mich selbst ist sehr wichtig. Wenn ich, es ist sehr wichtig für mich, dass ich kleine oder große Erfolge im Beruf oder Erfolge im Studium habe. Es ist sehr wichtig für mich, dass ich interessante und neue Abwechslungsaufgaben habe. Und es ist sehr wichtig für mich, dass diese Zeit für mich selbst, meine Familie und für meine Freunde habe. Und Sie, was ist, worüber freuen Sie sich und im Alltag und worüber ärgern Sie sich im Alltag? Sie können im Kommentare alles auch schreiben und wir können auch alle zusammen diskutieren und ebenfalls auch korrigieren oder verbessern. Wir sind jetzt zum Schluss und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald.